Ja gut, ich bin ja mit Mishu, also Meletus, meine Wenigkeit, Jelly, Hex und Mishu und seine bessere Hälfte. Wir sind ja auch nochmal dann durch die Halle 5 gewandert und haben uns den ganzen Kitsch mal reingezogen. Ist ja echt abartig, ne, Mishu, also was da alles gibt, ne? Also von Ja. Plüsch bis Figuren, bis komische Goodie-Bags, wo man nicht weiß, was drin ist. Da war ja alles dabei, oder? Ja, also das fand ich auch sehr interessant. Also das ist auch diese Goodie-Bags eben, ne? Entweder hast du richtig Glück oder da ist absoluter Scheiß drin. Ja, ist voll der Was man so bei Random-Faktor. den Leuten immer gesehen hat dann, ja. Zum Thema Merchandise, ich hatte mir ja also von Final Fantasy 14 die dicke Katze und die Käsepuppe geholt. Deswegen habe ich ja jetzt auch diese Katzenohren, wie man auf meinem Charakter sieht. Ich hatte dann aber außerdem, das hat mich so gewundert, ich habe dann auch einen Final Fantasy 13 Soundtrack dazu umsonst bekommen. Und das fand ich ziemlich genial, weil ich fand den Soundtrack von Final Fantasy 13 sehr gut. Allerdings war ich halt echt enttäuscht, dass viele Sachen schon ausverkauft waren. Ja, das muss ich auch sagen. Ich war ja auch mit am Square Enix Stand gewesen und wollte mir eigentlich einen Soundtrack von Final Fantasy 14 holen. Aber der war auch schon, also Soundtrack-mäßig war da am Samstag gegen 17 Uhr war alles weg, ja. Und ich habe dann noch mit der Verkäuferin gesprochen und gefragt, ja, haben sie nicht wirklich noch einen Soundtrack? Und sie hat gesagt, ja, wir haben zwar noch welche, aber wir dürfen jetzt keine mehr rausgeben, weil sie noch für Sonntag welche brauchen. Also es war halt schön immer pro Tag limitiert, mit was sie verkaufen durften. Und das gleiche auch für die von der Kate Sis-Puppe. Ich wollte eigentlich auch ursprünglich haben, Rin, aber die hatten sie auch nicht mehr, auch schon. Und deshalb habe ich mir halt dann diese Vivi-Puppe gekauft. Ja, die sieht jetzt da. Jetzt sieht ihr mal meinen Finger. Ja, total spannend. Also da Vivi, das habe ich mir gekauft. Und da war ich ja schon ein bisschen happy drüber. Also ursprünglich wollte ich halt eine Final Fantasy 14 einen Soundtrack mir holen und da dann das Autogramm von Yoshi drauf haben. Aber hat leider nicht gepasst. Ja, schade eigentlich. Und stattdessen haben wir uns, Mel und ich, haben uns, was hast du, haben wir uns gekauft? Du hattest noch was geholt? Ja, ich habe mir auch die dicke Katze geholt. Das war dann schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, wir haben uns ein bisschen Sorgen gemacht, wenn wir so viel Merchandise kaufen, ob wir das dann alles mit zurück nach Wien kriegen, weil wir sind ja geflogen und unsere Koffer waren beim Hinfliegen schon recht voll gewesen. Und wir haben da so Zeug eingekauft, eben so Vivi, die dicke Katze, dann noch so eine Pac-Man-Lampe und noch so Plüschzeugs und Lego-Zeugs. Und ja, es war dann so ein bisschen witzig gewesen. Und bei Final Fantasy, bei dem Stand, wo man den Merchandise kaufen konnte, war es dann auch so gewesen, man hat dann sozusagen sein Säckchen, seine Tüte bekommen und da war dann auch so ein riesen Plakat von Devil May Cry, haben sie dann dazu getan. Das ist so eine große Stange und die konnte ich glücklicherweise dann im Flieger als Handgepäck ist sie durchgegangen. Haben sie erlaubt, dass wir das mitnehmen. Und die hat während des Flugs eine ältere Dame, die daneben saß, fast erschlagen, weil jemand über uns den Handgepäck das Teil aufgemacht hat. Und natürlich ist diese Rolle gleich zuerst mal rausgekullert und der Dame draufgefallen. Das war mir so unangenehm. Und ja, es war irgendwie alles noch ein bisschen stressig, das ganze, die ganze Beute sozusagen nach Hause zu schleppen. Was ich halt auch, also ich fand das halt zum Thema diesen Soundtrack ja auch sehr schade, weil ich mir den ja auch unbedingt kaufen wollte. Weil ich halt gehofft habe, ich spare die Versandkosten aus dem Square Enix Store. Da kann man ja nichts machen, aber dieses Plattproblem hatte ich tatsächlich auch. Ich hatte nämlich zwei Rucksäcke mitgebracht und irgendwann, als sie dann im Hotel waren und gepackt haben, dachte ich mir, wie soll ich denn das alles bitte nach Hause bringen? Da hat die T-Shirts und die ganzen Sachen, die ich da bekommen habe, schon viel Platz genommen, besonders weil ich die Collector's Edition mitgenommen habe. Denn ich wollte unbedingt ein Autogramm auf meiner Collector's Edition haben von Yoshi und Foxcrown. Und habe es dann auch bekommen, Gott sei Dank. Ich habe dann einfach keinen Platz gehabt und ich halt gedacht, ich kann auch niemals im Zug mit der dicken Katze im Arm reingehen. Und dann hatte ich halt nochmal gefragt, ob jemand mir eine Tüte aus, also die noch in Köln waren, ob mir eine Tüte geben könnte und dann habe ich halt eine Tüte noch Gott sei Dank bekommen. Sonst wäre das echt komisch gewesen, dass ich da im Zug mit einer dicken Katze sitzen würde. Ja, ich muss auch sagen, ich habe die dicke Katze von Millie fast getötet. Also ich habe mich so auf Was? den, na, ich habe mich so, ich habe versucht, die bei mir in den Koffer reinzukloppen mit Vivi zusammen, aber die war einfach zu fett, ja. Also die Katze war einfach sowas von prall und fett, dass ich mich nicht draufsetzen konnte und es hat nicht gepasst, ja.
Die ist nicht fett, die ist flauschig. Rin, die, sag die, was dazu. Die dicke Katze ist echt super. Ich die ist flauschig. Ich muss jetzt echt sagen, die nutze ich jetzt immer so als Nackenkissen. Ja, die ist schon geil. Also ich finde die auch, die ist echt knuffig, ja. Also die... Doch schon. Also ich würde mich jetzt nicht mit dir ins Bett legen und kuscheln, ne? Ich meine, aus dem Alter bin ich raus. Aber ich finde, die ist schon süß gemacht, aber trotzdem, sie passt einfach nicht in einen fast vollen Koffer rein. Und das war echt nicht ohne. Ne? Also wenn wir eins daraus gelernt haben, ist, dass wir, wenn wir nächstes Jahr wieder hinfliegen sollten oder generell wieder dort sein sollten, dann nehmen wir uns nicht unsere Einwochenkoffer mit, sondern unsere Zwei-Wochen-Koffer. Und der Koffer wird dann halb leer sein und dann können wir dann noch alles reinballern, was wir dort einkaufen. Definitiv. Wie ist es eigentlich für dich, Mischu? Hast du eigentlich jetzt doch noch ein bisschen Merch gekauft, irgendwas oder gar nicht? Ich habe nur für meinen kleinen Bruder was gekauft, ansonsten für mich selber gar nichts. Okay, und was hast du für ihn geholt? Er wollte von Fallout diese Boy-Figur haben als Plüschtier. Hip-Boy. Hm. Oh, ich hätte wahrscheinlich... Mit seinem Riesenkopf. Wackelpuppe. Aber ich hätte auch so gerne noch sowas halt wahrscheinlich geholt, aber ich war halt echt geizig, weil die dicke Katze extrem teuer war. Ich hätte mir auch sehr gerne was aus dem Blizzard-Shop geholt, weil ich habe auch so schöne Sachen gesehen. Aber wie gesagt, ich war echt geizig, weil ich halt auch auf das Fan-Festival sparen wollte. Ja, ja. Ja, es sind einfach so viele Events noch, die man machen möchte. Ja, und da kannst du nicht das ganze Geld rausschleudern. Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld ich da jetzt auch liegen gelassen habe auf der Gamescom. Aber wie gesagt, das sind so Sachen, die macht man, ja, einmal im Jahr, wenn es hochkommt, ja. Und das war jetzt auch für mich die erste Gamescom. Und, naja, da lässt man halt ein bisschen Geld liegen. Ich fand es ja wirklich schade, leider kein Soundtrack, aber naja, ein andermal. Aber trotzdem natürlich auch die Frage an die Jelly. Hast du eigentlich auch was gekauft dort oder gar nicht? Nee, gar nichts. Also, diese große Halle, wo wir ewig lang durchgelaufen sind, ja, war sehr beeindruckend. Aber es war jetzt für mich persönlich jetzt nicht so was dabei, was ich jetzt mir irgendwie kaufen würde und wo ich sagen würde, okay, da habe ich Spaß dran und das steht auch bei mir gut rum und liegt nicht irgendwo in der Ecke. Ja, also, ja. Was ich aber total cool fand, war dieser, wie soll ich sagen, dieser Schminkstand, ja, wo der Typ da geschminkt worden ist. Das finde ich cool. Ah, was ich auch ein Foto habe. Von, ja, genau, Fotos und Videos, ja. Ja, zum Thema Schminken und so weiter können wir auch mal thematisieren. Also ich war jetzt nicht geschminkt, aber zum Thema Cosplay, auch ein heißes Thema, im wahrsten Sinne des Wortes. Also da gab es ja schon Leute, die da rumgelaufen sind, heieiei. Das war schon grenzwertig, also nicht, weil es schlecht aussah, sondern echt hot war. Und wie ist eigentlich eure Erfahrung gewesen jetzt hier, Rin? Cosplay-mäßig, hast du da so ein Highlight? Gab es da so eine Figur, die dich echt vom Hocker gehauen hat? Ja, Dinael von Final Fantasy 14. Fand ich echt extrem geil, besonders, dass sie dann auch noch mit dem Helm an der Sephiroth-Challenge teilgenommen hatte. Das sah super, das sah so lustig aus, du siehst halt so einer in einer dicken Rüstung verpackter Spieler spielt dann da gerade Final Fantasy XIV an der Challenge. Das habe ich echt gefeiert, das Kostüm sah sehr gut aus. Außerdem habe ich dann auch noch jemand gesehen, der die hochallergische Heilerrobe hat. Und ich habe halt auch viele, was ich auch sehr cool fand, viele Witcher 3 Cosplays gesehen. Die fand ich auch immer sehr, sehr gut. Ich muss sagen, ich habe von Final Fantasy 14 habe ich gar keinen gesehen, der Cosplay betrieben hat. Nur Final Fantasy 15. Also da habe ich wohl irgendwie nicht ganz aufgepasst oder ist in der Menschenmasse untergegangen. Hast du was in der Richtung gesehen, Mischu, oder warst du schon zu Knülle? Zu dem Zeitpunkt. Noch nicht. Ich hatte auch Final Fantasy 15 gesehen. Ansonsten habe ich eine sehr hohe Dichte an Lightnings wahrgenommen. Aber sonst. Also ich fand eigentlich sehr beeindruckend. Ich hatte irgendwo eine von The Legend of Zelda, eine mit gesehen. Die sah sehr stylisch aus, muss ich sagen. Und irgendwo wo waren wir denn? Wir waren auch bei Blizzard gerade und da kam auch, also ich kenne mich ja bei World of Warcraft nicht aus, aber da kamen auch gerade ganz viele von denen so an, auch richtig gut aus, also so. Alle Achtung. Ja, da hatte ich eine Sylvanas gesehen, die sah so gut aus.
Ich habe auch überlegt, zu fragen, ob sie ein Foto mit mir machen würde. Das sah echt extrem gut aus. Sylvanas, falls ihr die kennt, die sieht ja schon im Spiel echt hot aus, aber das Cosplay sah sehr gut aus. Ich hätte so eine Shiva vermisst hier. Also eine Shiva wäre, glaube ich, auch geil gewesen. Also jetzt nicht nur optisch. Also jetzt nicht nur kostümmäßig, sondern, ne, egal. Also eine Shiva wäre, glaube ich, heieiei. Aber leider nicht gesehen, eine Shiva. Aber währenddessen schreibt auch Ayumi Franzi in Chat rein. Folgendes, mich haben die Transformers beeindruckt. Und zum Beispiel auch Siri und viele Assassinen. Ja, Siri ist natürlich auch geil. Oh ja, Witcher-mäßig, definitiv. Und Assassinen, ja, können auch einiges. Also es ist, Die hatte ich auch gesehen, die sahen auch echt super aus. Die hatten wir Freitagabend auf der Domplatte gesehen gehabt, kam auf einmal so ein ganzer Run an Assassinen, also das war auch echt gut gemacht. Definitiv. Wie gesagt, für die Leute, die auf der Gamescom waren, ne, beteiligt euch gerne an unserer lustigen Runde und schreibt mal rein, wie eure Erfahrungen generell waren von der Gamescom, ob jetzt Cosplay oder welche Stände ihr am coolsten fandet, was ihr angespielt habt. Also dafür machen wir das Ganze ja hier, ne? Ich meine, es ist ja gerade spielerisch, jetzt nicht gerade hier in Augenschmaus, ja? Ihr wisst, wir sitzen eigentlich mehr rum, als irgendwas zu tun. Aber das liegt einfach daran, weil es einfach so viele Sachen jetzt zu berichten gibt bezüglich der Gamescom. Und deshalb sitzen wir einfach hier rum. Aber es scheint euch ja trotzdem zu gefallen. Also beteiligt euch ruhig und schreibt rein, wie eure persönliche Erfahrung war. Und währenddessen natürlich auch die Frage an die Jelly. Hast du so ein Highlight? Oder ich glaube, Jelly ist kurz... Ne, Jelly ist kurz auf K. Was mit dir, Melli? Highlight? Cosplay? Für mich persönlich... Ja, es gab viele. Es gab ja auch viele quasi... sag's mal, professionelle Cosplays, die jetzt auch engagiert waren von den Publishern oder Ausstellern. Und da gab's schon einige. Also manche Stände haben ja fast mehr oder weniger nur reines Cosplay bestanden. Ich weiß gar nicht genau, welches Spiel das war. War so armeemäßig angehaucht, wo dann so ein Riesenauto da stand und da so Soldaten und leicht bekleidete Damen mit Waffen in den Händen da oben saßen. Das fand ich schon ganz krass. Aber mir persönlich hat am besten gefallen eigentlich Cosplay von Final Fantasy 15. Da sind wir dann auch irgendwann rumgewandert und besonders der König, den fand ich echt gut. Also waren alle, ne, total cool gemacht, aber mir persönlich hat auch der König total gut gefallen. Der war wirklich richtig irgendwie, ja, authentisch und sehr gut geschminkt, finde ich. Ja, da habe ich sogar das Schwert geschwungen von Final Fantasy 15. Da saß ich auf dem Thron. Da gab es so einen Thron und da konnte man sich draufsetzen und dann so ein mehr oder weniger echtes Schwert halt so tragen. Und das war episch. Habe ich auch Fotos von gemacht. Ich auch. Ich saß auch da drauf, aber ich habe das Schwert gar nicht halten können, weil es mir viel zu schwer war. Viel zu schwer? Echt nicht? Ja, das war mir viel zu schwer. Und ich kam auch mit, das war das Schlimmste. Ich kam... Als ich mich so draufgesetzt habe, kam ich mit meinen Füßen nicht mal auf den Boden. Oh, Rin, herrlich. Ja, aber wie gesagt, Cosplay-mäßig, was ich noch eben sagen wollte, ich bewundere das wirklich. Ich bewundere die Leute dafür, für diese Leidenschaft, sich so viel Zeit zu nehmen für solche Kostüme und dann für solche Events, ob das jetzt eine Roleplay-Convention ist, die es ja auch gibt, oder eine Gamescom, oder E3, also die ganz großen Dinger, die es halt gibt. Das ist schon eine Kunst für sich und das bewundere ich. Also besonders, wenn es auch sehr stimmig ist. Und wie ich gerade eben schon erwähnt habe, da gab es ja schon auch Leute, die da im Cosplay rumgewandert sind. Das war schon, ja, 1A, definitiv. Ich weiß nicht, Nana Shiyuki, du beteiligst dich ja auch gerade sehr aktiv im Chat. Ich meine, du bist jetzt hier im Spiel Final Fantasy 14 ja auch ein aktiver Roleplayer. Und ich glaube, in dieser Szene ist es ja auch generell üblich, äußerlich ja auch dann sich rauszuhauen, glaube ich, ne, so optisch. Und wie ist es eigentlich für dich persönlich, Nana Shiyuki? Also Roleplay-mäßig und in Hinsicht auf die Cosplay-Szene, hast du da auch Erfahrung oder gar nicht? Würde interessieren. Kann ja sein, dass du auch schon ein bisschen reingeschnuppert hast. Wäre das eigentlich was für dich, Mishu, auch zum Thema Cosplay, mal selbst sowas zu machen? Oder sagst du, ne, das ist dann zu viel? Na, lustige Geschichte von der Gamescom war ja, dass nachdem ich diese Pitboy-Figur gekauft hatte, haben wir uns später nochmal rausgesetzt und saßen dann da so, auch so, waren ja diese Bierzeltgarnituren da eben, ne? Wir saßen da so und auf einmal meinte der am Nachbartisch dann so, ey, weißt du, du kommst mir total bekannt vor. Der war halt auch schon etwas angetrunken. Also er sagt, hey, naja, woher denn? Ja, du siehst aus wie der Pitboy, ne? Er sagt, was? Ja, können wir mal ein Foto machen? Er sagt, was?
an. Okay. Und dann habe ich den lustigerweise aus meiner Tasche geholt und habe dann gesagt, so wie der hier. Und er dann, ja, genau wie der, können wir mal ein Bild machen. Hast du ein Foto mit dem gemacht? Aber, ja, ich habe dann ein Foto mit dem gemacht. Das ist mir ja egal, ne? Jetzt bist du nicht mehr der Nisho-Typ, sondern der Pitboy-Typ. Ja, genau. Jeder kriegt einen Spitznamen. Alle, die jetzt aussehen wie Nisho, sind jetzt alle dieser Pitboy-Typ. Ja. Ich weiß nicht, woran der das festgemacht hat, also keine Ahnung. Vermutlich ist ich blond. Ja, oder die Haare halt, weil die so ein bisschen in die Richtung gehen. Aber ich habe auch gedacht, sich so verstrahlt ausdenkt, ich bin das oder was. Ja, aber nicht schlimm, du musst das leben. Also wenn ich hier als Jan-Typ abgestempelt wirst, dann bist du der Pitboy. Ja. Ich habe auch zu meiner besten Freundin gesagt, wenn wir dann nächstes Jahr hinfahren, dann komme ich als Boy. Als Boy. Ja, interessant. Ich hatte ja heute auf Reddit ein richtig wunderschönes Astrologen-Cosplay gesehen und dann habe ich mir auch mal gedacht, oh, das wäre echt schön, so als Astrologe da hinzugehen. Allerdings habe ich mir dann gedacht, so wie das Kleid aufgebaut war, das wie so im Mittelalter oder nicht im Mittelalter, so viktorianisch, ich weiß nicht, ich kenne doch diese Kleider, die dann noch so ein Gestell drumherum haben, damit es breit bleibt. Und ich glaube, so ein Kleid war das, dass es noch so ein Plastikgestell drumherum hatte, damit der Rock halt wirklich breit bleibt. Und ich glaube, das wäre so unbequem gewesen, damit durch die Gegend zu schlendern. Ich glaube, das würde echt anstrengend werden. Okay. Ja, währenddessen wir natürlich hier lustig über unsere Eindrücke quatschen, schreibt auch gerade Gigatubi zum Thema Cosplay. Erwin, ein sehr guter Kumpel, war als Assassin am Start und ein anderer hatte die Galon-Suit angehabt. Ist nicht auch fett. Und Fangathering sogar Plattner und Maschinist. Also Maschinist fände ich auch, glaube ich, sehr episch. Oder ein Bade allgemein. Warum nicht ein Bade? Na gut, jetzt auf der Gamescom ohne Waffe, die man nicht tragen durfte, wäre ein Bade, glaube ich, eher so ein bisschen, naja. Aber an sich auch eine coole Geschichte. Ja, und Nana Schüke hat noch geschrieben zum Thema Cosplay und Roleplay. Also Cosplay schaue ich mir super gern an, aber ich selbst habe es noch nie gemacht. Vielleicht irgendwann mal. Aber ich kenne RPler, die ihren eigenen Charakter cosplayen. Ja, das wäre auch mal eine interessante Geschichte. Zumindest wenn du im Real Life ein Mann bist und dann weibliche Charakter wie bei dir, wie schon bei mir, darstellen. Ja. Zudem, du hast übrigens das falsch ausgesprochen, du hast Assassinen gesagt. Er ist als Askian gegangen. Ach, Askian. Ach, Assassin habe ich auch noch gelesen. Den Askian hatte ich tatsächlich sogar noch fotografiert und das war noch so eine lustige Situation. Ich hab halt gefragt, ob ich ein Foto machen kann und dann hat seine Maske wohl den Geist aufgegeben und ist immer abgegangen. Dann habe ich halt gesagt, also er wollte es unbedingt noch aufsetzen, dann habe ich halt gesagt, dass es dann auch ohne Maske geht, weil ich halt dann erkenne, was er da ist. Aber das sah auch sehr, sehr gut aus, das Askian-Cosplay. Ja, es gibt da schon echt sehr schöne Klamotten und sehr viel Energie wird da reingesetzt. Auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Wie ist denn jetzt für euch generell das Highlight? Also gibt es für euch so einen Moment auf der Gamescom, wo ihr sagt, boah, das hat mich jetzt echt vom Hocker gehauen, so richtig geflasht oder das war jetzt von der ganzen Zeit, die ich da war, das Geilste. Da frage ich euch die Rinnen, was denkst du? Was war so dein absolutes Highlight? Yoshi getroffen zu haben und ein Foto noch gemacht zu haben. Ich habe ihn, glaube ich, dreimal belästigt. Da habe ich dann auch echt schlecht gefühlt, aber... Das war so wunderbar. Ich habe auch richtig gezittert und meine Knie waren am Wackeln. Und ja, und dann auch noch Foxtron, der war auch echt, die beiden waren echt extrem lieb. Und ich habe, glaube ich, 3 Autogramme auf den T-Shirts bekommen und auch auf meiner Collector's Edition, die ich ja mitgenommen hatte. Und ich war echt glücklich. Okay. Dein Highlight, Mishu, persönlich, was war das Geilste auf der Gamescom, außer das Bier? Naja, euch kennengelernt zu haben, ne? Und also mein absolutes Highlight daneben war, dass ich Final Fantasy Zwift mal kurz anspielen konnte. Neue HD Remaster, was da denn kommt. Ah, okay. Und hat sich umgehauen oder ging's? Ja, weil lustigerweise hatte ich vor 2 Wochen die PlayStation ausgekramt und auch das Spiel ausgekramt und nochmal so in alten Retro-Gedanken mal nochmal gezockt eine Runde.
Und da muss ich echt sagen, wenn ich es jetzt wieder anmache, das ist schon augenkrebserregend, weil es sieht so auf der Gamescom einfach wunderschön aus. Also es hat mich echt total vom Hocker gerissen. Ja, also auch da wird was anderes angespielt. Wie gesagt, ich habe echt nichts anderes angespielt. Nur Final Fantasy mal kurz Sephiroth platt gemacht und das war es gewesen. Sonst eigentlich nur von außerhalb mal die ganzen Spiele betrachtet. Ich muss auch gucken, was in Zukunft kommt. Natürlich so Klassiker wie Battlefield 1. Ich meine, ich habe auch eigentlich fast alle Battlefield-Teile gespielt. Also es ist, mal schauen, soll auch im November kommen. Mal gucken, ob ich das auch mal ein bisschen parallel spiele, wenn sich Zeit findet. Aber das ist Zukunftsmusik. Jetzt aber zuerst mal die Frage an dich, Melitus. Was war so dein persönliches Highlight? Wo sagst du, das war klasse? Ja, natürlich auch alle Leute persönlich zu treffen. Das hat mich sehr gefreut und fand ich auch total nett. So was jetzt in Verbindung mit Final Fantasy 14 war mein persönliches Highlight schon die Challenge, die wir gemeinsam gespielt haben. Das ist schon irgendwie so ein besonderer Rahmen auch gewesen, auf dieser, ja, soll man sagen, kleinen Bühne da oben zu stehen und eigentlich fast mit dem gewohnten Raid-Setup beziehungsweise auch mit Gildenmembern oder gegen Sephiroth zu kämpfen und dann halt auch noch das T-Shirt zu bekommen. Und auch, dass wir es geschafft haben, natürlich Fotos zu machen mit den Entwicklern und dass sie auch super, super lieb waren und ganz locker. Und ich habe mir das ganz anders vorgestellt, weil die sind ja da wirklich zwischen den Ständen, wenn da nicht mehr so viel los war, ganz locker hin und her gelaufen und die waren so geduldig und haben jeden Autogramm gegeben und Foto gemacht mit allen und waren auch wirklich super lieb gewesen. Ich muss sagen, Mischu, was ich ein bisschen vorwerfe, ist, dass du nicht mit uns zusammen geradet hast auf der Bühne. Warum eigentlich nicht? Naja, zum einen standet ihr ja schon an, das wäre ein bisschen blöd, wenn ich mich jetzt einfach dazugestellt hätte. Und zum anderen wollte ich ja auch meine beste Freundin nicht einfach da so stehen lassen. Hätte ihr mitmachen können, uns hat eh noch einer gefehlt. Na, die spielt ja nicht, also. Naja, ich meine, so ein Black Mage 3 Tasten geschafft. Buh, jetzt werde ich von einem Black Mage geschlagen und gesteinigt. Das war nur Spaß. Aber gut, das war einerseits wegen deiner Freundin, weil wir halt schon anstanden. Aber sonst hättest du Bock gehabt. Ja, sonst hätte ich mitgemacht, wenn ihr halt weiter hinten gestanden hättet oder also so einfach zwischenrennen, das mache ich nicht. So was machst du nicht. Ja, okay. Ja, ich muss ja auch sagen, bezüglich... Ich war vielleicht auch zu betrunken dafür dann schon. Aber das wäre der Extreme-Modus gewesen, finde ich dann. Ja. Ja. So, ein Promille Sephiroth, das ist dann schon mal extrem. Kann ja sein. Weil ich noch sagen musste, weil das Thema Autogrammstunde gerade aufkommt, ja. Ayumi Franzi hat noch geschrieben, leider keine Autogramm von Yoshida und Foxlon, aber paar schöne Bilder und war super Sonntag, sie nochmal beim Extreme Fight zum Abschluss zu sehen. Ansonsten hat halt Indie Games angetestet. Ja, zum Thema Autogramm möchte ich auch kurz darauf zu sprechen kommen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich echt schade fand. Ne? Ich habe ja mit Gigatubi, ne? Da muss ich ein bisschen schimpfen mit dir. Wir haben ein bisschen darüber gequatscht, wo wir uns getroffen hatten am Samstag, das war gegen Mittag gewesen. Da habe ich auch schon gehört, dass am Abend, so gegen 18 Uhr, sollte eine Autogrammstunde stattfinden mit Yoshi. Und da haben wir darüber gequatscht und da hast du es auch bestätigt, dass es sich auch so wäre um 18 Uhr. Und da habe ich mir gedacht, ja, cool, okay, passt super, dann sind wir um 18 Uhr hier und machen dann nochmal Autogramm auf unser frisch gewonnenes Sephiroth-T-Shirtchen. Ja, aber da mussten wir dann leider feststellen, dass ja auch diese Autogrammstunde nur für 200, also nur, aber für 200 auserwählte Personen halt stattgefunden hat. Da gab es ja anscheinend, haben wir nachher erfahren, am frühen Morgen, am Samstag, wurden so Tickets rausgegeben oder verschenkt, wie auch immer. Wer zuerst kam, hat Glück gehabt und eine Karte bekommen, ein Ticket. Und nur diese 200 Personen, die solche ein Kärtchen hatten, zu dieser Autogrammstunde, die durften auch sich dort anstellen. Und das, muss ich sagen, fand ich ein bisschen schade. Ja? Also einerseits, dass das vielleicht uns nicht vorher gesagt hat, ist, weil ich mich da schon drauf eingestellt hatte, aber zum anderen fand ich das ein bisschen doof. Ja? Also ich konnte natürlich auch verstehen, das war auch die Begründung der anderen Ambassadoren, die dort standen, dass es einfach zu viel gewesen wäre, wenn jetzt da jedermann hingehen hätte können. Aber, naja, hat zwar dieses Jahr 2016 nicht geklappt, zumindest nicht mit einem Autogramm,